Seid gegrüßt, wohlmeinende Männer und Weiber. Ich bin erfreut, euch mitteilen zu können, dass das Gericht von Barrow County im Staat Georgia, den USA, am 9. Juni 2019 im Falle San Garcia gegen William Menke Thompson ein Urteil gesprochen hat. Interessanterweise beruht dieser Fall tatsächlich darauf, also er hing davon ab, ob man glaubt, die Erde sei ein Globus oder eine flache Ebene. Der Richter entschied, dass der Kläger, Herr Thompson, nicht genug Beweise anführen konnte, dass die Erde sich mit mindestens 50 Meilen pro Stunde bewegt oder irgendeine Kurvatur aufweist. Der Beklagte in dem Fall war San Garcia, den wir vielleicht alle kennen durch sein Buch Flache Erde als Schlüssel zum Entschlüsseln des Buches Henoch. Im Anhang oder in der Videobeschreibung gibt es einen Link zu San Garcias Facebook-Seite, wo das Urteil dann nochmal in schriftlicher Form vorliegt. Ein Freudentag für Anhänger der flachen Erde und somit endlich mal ein Richter oder in dem Fall eine Richterin, die wirkliche Eier hat und beweist, dass man eben auch die Wahrheit aussprechen kann. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, fühlt euch gut.